Ich habe einen Mann, den viele möchten, der immer mich bewahrt vor allem Schlechten. Ein jeder kennt ihn, Novak ist sein Name. Ihm dank ich es, dass heut ich eine Dame, ob angezogen oder als ein Nackter, denn Novak hat am ganzen Leib Charakter. Ich hätte schon längst sein Böses entgenommen, aber der Novak lässt mich nicht verkommen. Ich hätte an vielen Dingen mein Vergnügen. Ich würde so gern mal in der Gosse liegen. Ich möchte einmal sinnlos mich besaufen. Ich möchte mit einem Freudenmädchen raufen. Ich möchte einmal Männer toll verbrauchen. Ich möchte statt Memphis Marihuana rauchen. Ich hätte auch längst schon Morphium genommen, aber der Novak lässt mich nicht verkommen. Ich möchte einmal bei Nacht ein Vampir sein. Ich möchte die Geliebte von einem Fakir sein, damit mich, wenn ich lieg auf der Matratze, von hinten noch die Nagelspitzen kratzen. Ich möchte Austern mit der Schale essen. Ich möchte mit einem Walfisch mich vergessen. Ich hab mir das schon alles vorgenommen, aber der Novak lässt mich nicht verkommen. Der Novak ist ja einerseits ein Segen, doch andererseits lässt er mich nicht bewegen. Es stand ein Inserat in einer Zeitung. Es sucht von einem Nachtlokal die Leitung. Ein junges Mädchen, brav mit nettem Wesen, das nacker tanzt vor Niggern und Chinesen. Den Posten hätte ich sofort angenommen, aber der Novak lässt mich nicht verkommen.